Mein Name ist Sven Steller, ich bin seit circa anderthalb Jahren bei der Wasserschutzpolizei Heidelberg. Ich bin sehr, sehr gerne am Wasser und was gibt es eigentlich Schöneres auf der Welt, auf dem Wasser seinen Dienst zu tun, dann noch der wunderschöne Neckar. Der Aufgabenbereich der Wasserschutzpolizei Heidelberg liegt in erster Linie darin, die Großschifffahrt zu kontrollieren. Das heißt, wir steigen während der Fahrt auf die großen Schiffe über. Man fühlt sich auch ein Stück weit verantwortlich für die riesen Schiffe, die unterwegs sind. Sprich, wir sind ja dafür da, um Schiffskontrollen durchzuführen, um die Sicherheit der Schiffe auch irgendwo zu gewährleisten auf dem Wasser. Im Sommer, was noch dazu käme, wäre dann die Sportbootschifffahrt. Das heißt, auch mal Angler, die jetzt auf dem Neckar fahren und die Angel ins Wasser halten. Das gehört natürlich auch zu unserem Aufgabenbereich, auch an Land. Umweltschutz ist natürlich auch ein ganz großer Bereich bei uns am Neckar. Ich habe Glück gehabt, dass ich zum Beispiel jetzt bei einem kürzlich durchgeführten Castor-Transporteinsatz dabei sein durfte. Das hat auf dem Neckar stattgefunden. Da wurden Castorenbehälter auf dem Wasserweg von Obrigheim nach Neckar-Westheim gefahren. Das musste natürlich entsprechend polizeilich abgesichert werden. Ich fahre halt auch Privatboot und wenn man dann, ob das jetzt dienstlich privat ist, der Neckar einfach ein bisschen zu Berg fährt, dann ist es halt unheimlich schön, das Neckartal. Ich kann den Dienst jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren auf dem Neckar verrichten und ich habe keinen Tag bereut, wenn ich ehrlich bin. Mir macht es tierisch Spaß.